In der Einbecker Innenstadt werden immer mehr Graufenster zu Schlaufenstern. Unter diesem Motto verschönert eine Bürgerinitiative leerstehende Ladenlokale und stellt Vereinen oder Künstlern die Schaufenster als Ausstellungsflächen zur Verfügung. Das Ergebnis? Der graue Leerstand ist beseitigt, die Immobilie und auch die in der Nachbarschaft sind wieder attraktiver zu vermieten. In der Hullerser Straße ist in einem Schlaufenster jetzt ein Dinosaurier zu sehen. Schlaufensterorganisator Hans-Jürgen Kettler und sein Team, unter anderem vom Malermeister Peter Ziesenis, haben den in zwei Kisten verpackten Dino vor Ort im neuen Schlaufenster aufgebaut. Zur Verfügung gestellt und angeliefert hat den Dino die Firma Elektrocycling aus Goslar. Der 5 Meter lange Dino besteht komplett aus Elektronikschrott. Mit dem außergewöhnlichen Hingucker hat die Schlaufensterinitiative ein weiteres bisher leerstehendes Schaufenster verschönert. Platinen und andere Teile aus ausrangierten Computern oder Elektrogeräten sind zu dem Dino verbaut worden.